Hallo Leute, willkommen bei The Wandering Village. Dies ist Teil 4. Wir haben eine Kräuterfarm gebaut, da sind sie schon fleißig am Anbauen. Und, wir haben einen neuen Mitarbeiter gekriegt, das ist jetzt nicht so viel. Aber da fällt mir ein, wir sollten hier auch mal neue Unterkünfte bauen. Ich glaube, ich lasse sie erstmal noch ein paar Zelte bauen. Hier. Und ich weiß, ich könnte sie Hütten bauen lassen. Und sie wollen auch Hütten. Aber die Hütten, die kosten 5 Bretter und 5 Steinplatten. Ich denke mal, ich mache jetzt hier ein paar erste Hüttenanzeichnungen. Ja, erstmal nicht so viele. Die sonst nicht übertreiben. Und bei den... Die Scavenger kriegen vielleicht auch... Na, die kriegen Zelte. So, damit sie hier direkt vor Ort wenigstens mal pennen können. Und die sind offenbar wieder fertig. So. Geht ihr mal was sammeln. Und zwar... Da ist noch ein Dorf. Eine Siedlung. Okay, da könnte man vielleicht Leute finden. Ja. Und manchmal findet man da auch ein bisschen Essen. Aber das sieht aus, als ging es da um Leute. Ja, und jetzt ist die Frage, gehen wir hier lang oder da lang? An beiden Strecken warten Nomaden. Und zwar... Vergiftete Nomaden. Die brauchen dann also schnell einen Arzt, aber da sind wir ja schon auf dem besten Weg. Und ich würde sagen, ich lasse ihn noch ein bisschen weitergehen, bevor ich entscheide, ob wir hier oder hier lang gehen. Denn das kann ganz unterschiedlich sein. Wenn wir an einer Stelle beispielsweise eine Futterstelle für ihn finden, das wäre ganz gut, denn mit dem Futter sind wir noch nicht so weit. Und wir wollen ja nicht, dass er uns verhungert. Er ist schon halb hungrig. So, es geht weiter. Dann lasse ich jetzt den Dekontaminator bauen. Und als nächstes kommt dann die Küche dran. So, wir können den Doktor bauen. Komm. Jetzt sieht man schon mehr. Na, aber noch nicht, was so dahinter liegt. Dann warten wir noch ein bisschen. Den Doktor, den wollte ich hier hinsetzen. Oder habe ich den schon eingezeichnet? Ja. Oh, der ist auch schon relativ weit. Das ist gut. Denn wenn dann die vergifteten Leute kommen, dann wäre es gut, wenn wir den Doktor schon zur Hand hätten. Was macht denn eure Kräuterproduktion? Das sieht doch schon ganz schön aus. Ja. Ja. Sie haben hier zwar jetzt noch nichts, aber die kann man ja schon mal ernten. Da hat er was gesammelt. Ja. Ein Kräuter ist schon da. Ein Anfang ist gemacht. Jetzt sammelt er hier die da. Die sammeln Pilze. Und die hier Rüben. Da wird jetzt auch ordentlich Wasser produziert. Na, auf jeden Fall haben wir hier eine gute Produktionsgeschwindigkeit, aber es steht nicht da, wie viel hier drin ist. Da haben wir 3 Stück. Sehr gut, sehr gut. Jetzt gucke ich hier nochmal. Schnell. Da kann man nicht sagen. Ich lasse ihn mal nach Süden gehen. Ich hoffe, das war jetzt keine Fehlentscheidung. Oh,
Weil manchmal gab es an der einen Strecke Futter und an der anderen Stelle einen Schlafplatz. Aber schlafen tut er sowieso, wo er gerade lustig ist. Oh, den Ombo-Doktor haben wir fertig. Gut. Aber hier ist er mitten dabei. Ist das wohl schon eine veraltete Meldung? Mal gucken. Wo sind wir gerade? Ah ja, wir sind beim Dekontaminator. Wichtig. Und den Ombu-Doktor. Ja, den baue ich schon mal hin. Aber das wird dauern, bis der fertig ist. So. Dann fliegen sie mit dem Ballon, um den Ombu zu retten. Hier arbeiten sie ganz fleißig an der Holzproduktion. Da sollte ich bei den anderen auch schon mal welche hinstellen, denn die reichen auch nicht ewig. Hier. Und für die Steine machen wir auch schon ein zweites hin. Da oder hier. Da. Oh, sie haben uns vier neue Mitarbeiter gebracht. Das ist ja mal fein. Sehr gut. Wir brauchen natürlich auch dann mehr zu essen. Zelte haben wir jetzt hier angezeichnet. Das müsste erstmal, glaube ich, reichen. Und vielleicht lasse ich mal eine zweite Bärensammelstelle bauen. Ich guck mal, wie ich die hier unterkriege. So. Da. Ja, hier mitten rein macht so viele Beerenbüsche kaputt. Da werden nur drei kaputt gemacht. So ist fast effektiver am Schluss. Auch wenn wir links davon gar keine Beeren mehr haben. Oh, und hier kommen jetzt die vergifteten Nomaden. Und die brauchen jetzt den Arzt. Leute, macht hinne. Wir brauchen einen Arzt, sonst sterben die. Vielleicht sollte ich eine. Ah, hier stelle ich mal mehr Leute ein, damit die schneller arbeiten. Das sind hier so die Bauarbeiter. Schnell, ein Arzt, ein Arzt. Ja, es ist im Bau. Die gehen hier schon mal zum Kräutern. Da seid ihr schon richtig. Ah, sehr gut. Und hier. Grab mal noch einen zusätzlichen ein. Wo läuft der denn hin? Ah, an die Arbeit? Moving to Stone, ja. Homeless, Poison, Bad Food Quality, also schlechte, obdachlos vergiftet, schlechte Essensqualität. Schlechte Essensauswahl, schlechte Hausqualität, ja. Und jetzt haben wir den Dekontaminator und können jetzt endlich mit der Umbu-Küche anfangen zu forschen. So, jetzt gucken wir mal. Arzt.
Ja, einer fängt jetzt hier an mit der Arbeit, ein zweiter kommt. Das ist immer, wenn die hier so laufen. Jetzt kommt auch ein dritter. Ich denke mal, später können wir das dann wieder auf zwei reduzieren. Aber jetzt müssen die hier schnell zu Potte kommen. Wo seid ihr denn? Da geht einer rein. Ah, der geht jetzt als Arzt raus. So, komm. Nein, nicht den Brunnen, sondern den Arzt. Christi. Verfolgen wir mal ein bisschen. Der holt sich jetzt hier die Kräuter ab. So. Oh, und er will Hähnchen essen. Da ist ein vergifteter Arzt. Er gibt dem vergifteten Arzt mal Medizin. Aber nein, er bringt jetzt die Kräuter erstmal. Jetzt gucken wir mal auf den Vergifteten. Die könnten sich ja erstmal selber heilen. Was machst du denn? Ah. Ah, der wartet jetzt auf den anderen Arzt. Gut. So. Jetzt wird er geheilt. Mit dem Kraut. Und jetzt ist er geheilt. Sehr gut. Einen haben wir schon mal geheilt. Ja, bin ich ja froh. Und die Kräuter sprießen auch ganz wunderbar. Ja, was macht denn hier unser Notstand? Kann ich hier sehen, ob welche vergiftet sind? Nee. Die sind zwar nicht so zufrieden. Aber hier wird ja auch bald die Küche gebaut. Die kriegt jetzt mal eine mittlere Priorität. Denn was nützt die tollste Essensqualität, wenn die Leute an Vergiftung sterben? So. Ja, der sieht auch reif aus, der Pilz. Der ist auch schon bald dekompostiert. Und ihr habt nichts zu tun. Das ändern wir mal ganz schnell hier. So, bisher haben wir hier noch keine Essstelle gefunden für den Ombu. Wir könnten also in eine Hungersituation kommen, wo der hungrig wird. Was macht denn die Ombu-Küche? Ich glaube, das ist hier. Ja. Tja. Sie arbeiten dran. Und danach wird dann das Katapult, so heißt das Ding, das Katapult gebaut. Da lege ich gleich schon mal Wege für an. Machen wir erstmal hier. Da kommt ja diese Bärenhütte hin. Und dann machen wir das Katapult dahin. Der schläft doch, glaube ich, noch. Und ich sollte schon mal die ersten Dekontaminatoren bauen. Das zieht sich nämlich auch. Na, wo sind die? Da. Hier.
Da brauchen wir viele. Seht ihr da die weißen Pünktchen? Die sind der Umkreis, wo das Ding arbeitet, beziehungsweise wo die Leute, die da arbeiten, tätig sein werden. Da braucht man im Prinzip jeweils oben und unten ein. So ein bisschen Bereich ist nicht mit abgedeckt. Und hier braucht man dann einen. Tja, wo kriegt man den rein? Wie weit geht der, den ich... Ah, die Trebuchet wollen wir haben. Ah, jetzt kann ich die Umbuküche bauen. Da. Die baue ich hier mal auf den Weg zu dem Katapult. Und jetzt wieder Dekontaminatoren. So, ach, ich wollte sehen, das ist hier die Bärenküche. Das ist der eine, der geht bis zu dieser Bärenhütte. Und der geht bis zu diesem Sägewerk. Okay. Tja, vielleicht hier hin. Ja, da ist schon alles zugebaut. Und hier, den setzen wir dann hier hin. Oder hier. Na, dann haben wir eine Lücke. So, und hier baue ich auch schon mal einen hin. Das sind dann so Stationen, wo so Mini-Leutchens mit Flammenwerfern rumziehen. So. Und da hinten lasse ich erstmal. Da wollen wir zwar auch keine Giftpilze haben, aber die sollen erstmal diese hier bauen. Das wird noch lang genug dauern. Und dann braucht man da auch Personal. Aber vielleicht kann ich ja auch erstmal das Personal, was dort arbeiten würde, in Arbeits... Das ist zu Arbeitern machen. Sollte ich noch einen Worker Post bauen? Stech den hier hin. Oder dahin. Dahin. Und dann werden die vorübergehend hier beschäftigt als Rumschlepper. Und sobald die, die Giftpilze in absehbarer Nähe sind, dass wir da hinkommen, dann entlasse ich die hier alle, die da und stelle die in den Dekontimer. Komisches Wort, dass ich das nicht aussprechen kann. Dekontaminatoren. Ja. Wie würde man das auf Deutsch sagen? Entgiftung? Es passt nicht. Obwohl es das wohl wäre, aber es ist, wir reden zwar hier von Gift, aber das sind sich vermehrende Sporenpflanzen, das ist so irgendwie Monsterpilze, und ich glaube, da wird man nicht von Gift, Entgiftung sprechen. Naja, wenn das Spiel mal auf Deutsch rauskommt, dann werden wir das schon erfahren, wie sie das nennen. So. Das ist ja jetzt nur in der Demo nur auf Englisch. Ah, und zwei neue Leute, das ist gut. Also, oh, der Hunger wird größer. Habe ich das schon hohe Priorität? Nein, brauche es.
Ja, aber noch geht der Hunger. Aber wenn er erstmal voll hungrig ist, dann, ja, dann geht das auch sehr schnell, dass das Spiel zu Ende ist. Tja. Dann schicken wir hier unsere unsere Sammler noch mal zu einer Oase. Zum Wassersammeln. Haben wir überhaupt schon Wassertürme? Sollte ich auch mal einen bauen lassen. Ich baue mal hier einen. Und hier vielleicht auch. Da ist noch nicht mal der Wasser. Ah nee, das ist ein Dekontaminator. Oh. So, jetzt wird's interessant. Oder eben auch nicht mehr. Die Sachen, die ich unbedingt erforschen will. Ah, hier noch den Förster. Den will ich noch haben. Aber das ist jetzt nicht mehr eilig. Dann kann ich die hier entlassen. Und schlag die erstmal hier den Arbeitern zu. Damit das Bauen schneller geht. Oh, und wir haben hier schon wieder Wüste. Nee. Oh, es ist fast voll. Oh. Dann brauchen wir schnell das Wasserlager. Dann baue ich mal hier eins hin. So. Immerhin sorgen die jetzt immer schön für Holzstämme, aber nicht schnell genug. Dann werden wir das hier auch mal priorisieren. Jo. Ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.